Unser nächstes Lied ist tatsächlich ein Traditionslied. Einst vor vielen Jahren in Telchten. Da begab es sich, dass die Spielleute am dritten Set am Nachmittag frei hatten. Also wir. Ihr steht da, als ob es euch scheiße ist. Ja, ihr hättet euch also, freuen können für uns. Wir machen ein paar taktische Zeichen, das funktioniert ja bei Feuerschwanz auch vielleicht. Also, wir hatten frei. Und Lasterbalg der Lästerliche war zum Beispiel in der Bibelstunde. Ja. Wir lassen das mit den Zeichen, ihr hört ja nicht auf mich. Während der Rest am Saufen und Rumhuren war, wie immer, waren zwei so betrunken vom zweiten Tagset, dass sie nicht rechtzeitig von der Bühne wegkamen. Ja. Und die beiden waren dann in der misslichen Lage, das dritte Tagset ganz alleine zu spielen, weil nämlich ich aus der Bibelstunde nicht weg konnte und der Rest nicht zu finden war, in welchen dunklen Löchern die auch immer steckten. Keller-Tavernenlöchern, meine ich natürlich so. Wir hatten dadurch eine wirklich seltsame Situation. El Silvador und unser Herr Samuel waren zusammen in der misslichen Lage, eine halbe Stunde Programm zu machen. Und sie haben die wohl längste Version des nun folgenden Liedes gespielt, was jemals gespielt wurde, seit den Kreuztypen zumindest. Wir spielen für euch die Cantiga Alhambra.